Das ist schon ein Feiertag, wenn die neue Myself ins Haus flattert. Mein Name ist Nora Gomringer und ich darf ganz frisch durch das frische Heft blättern. Und was sehe ich? Zunächst hier einmal Vive la Parisienne, die Schönheit der Pariser Frauen. Lasziv und herrlich. Dann hier Super Cups, das finde ich sehr gut. Denn auch ich bin für den Coffee to go, aber den bitte in einem Recycle-Becher und immer schön ausspülen zu Hause, weil sonst... große Ehre. Ich darf hier an die Wäsche sozusagen eine Versammlung von Texten und wunderschönen Bildern von Sally Gall zum Thema, ja, Wäsche von unten betrachtet. Und das hat etwas wunderbar Voyeuristisches und wird auf einmal ganz biologisch, denn wir haben hier einen Underskirt und auf einmal sieht es aus wie eine schöne Auster. Ich finde das herrlich und bin ganz begeistert. Katrin Wessling hat einen wunderbaren Text geschrieben, Max Prosa, Nora Gomringer auch. Spannend, die Geschichte des Liedstrichs. Ich lege ja immer Wert auf so einen Oberliedstrich. Sieht man ihn hier schön? Ja, da. Ganz, ganz wichtig. Dann, oh, sehe ich den herrlichen Tänzer Sergei Polunin, der offensichtlich auf der Schulter ein Tattoo hat von Joker, also ein Konterfei, nicht unspannender Art. Das ist super, ein Artikel mal endlich über Frauen, die einfach gerne arbeiten, die ihre Arbeit schätzen und die auch offensichtlich genug Anerkennung bekommen, sodass es sich für sie auch lohnt, viel, viel Kraft und Liebe in ihre Arbeit zu stecken. Denn ich glaube, ich bin auch so eine. Wir sind in der Zeit des Zwillings. Da muss man sich dann fragen lassen, kennen Sie den schönen Umstand der Serendipity? Und das ist die Kunst, aus Zufällen Glückskapital zu schlagen. Wer die neue Myself liest, weiß, was Glückskapital ist. Kann man sich nicht besorgen in jedem guten Zeitschriftenladen.